Servus, ihr Schlawiner, Knobbrigade wieder hier. Heute fahre ich die Mutsuki. Ja, wie man sieht hier, Rang 5 bei den Japanern. In dies gestellt 1926. Weiterentwicklung der Minekase-Klasse. Verbesserte Torpedobewaffnung. Wie man hier sieht, die Bewaffnung, also die Artillerie ist lächerlich. 2x1, 120 mm. Feuerreichweite 7,6. Torpedowerfer, zwei Drillingstorpedowerfer mit 610 mm Torpedos, Torpedoreichweite 8 km. Und ist auch ein ziemlich schnittiger Zerstörer. Ich muss jetzt erstmal hier die Verbesserung einsetzen. Ich habe die jetzt, jedes Mal habe ich das gemacht und habe vergessen, unten aktivieren zu klicken. Das war natürlich ein bisschen peinlich. Gut, hat keiner gesehen, aber ich habe es ja mitbekommen. Von daher muss ich das jetzt schnell noch machen, bevor wir hier loslegen. Und aktivieren. Wenn es richtig Kohle kostet. Oh, gut, ich habe viele von den Dingern übrig. Und wir gehen sofort ins Gefecht hier. Und ich muss sagen, im Vergleich zu der Minekase. Also die Minekase hat natürlich eine etwas bessere Bewaffnung. Und tatsächlich mache ich da, entfache ich damit auch ein paar Brände, wenn ich natürlich jetzt auf nicht gerade ein Schlachtschiff schieße oder so. Obwohl es selbst auch da mal vorkommt. Hier läuft es jetzt aber eigentlich besser insgesamt. Und klicken wir mal rein. Vielleicht kann ich das Schiff so noch ein bisschen zeigen. Und auch hier sieht man Torpedowerfer mittig. Das finde ich sehr schön. Anders jetzt als zum Beispiel bei einigen russischen Zerstörern, wo die Dinger links und rechts sind. Gibt es aber hier auch natürlich. Hat ja immer jeweils etwas mit dem Modell zu tun. Und ich hoffe, dass es ganz gut läuft, weil. Ich bin ja wirklich nur nicht bekannt dafür, dass ich gut mit Zerstörern kann, aber mit den japanischen kann ich ganz gut. So, jetzt erstmal hier die Flak ausgemacht. Wie man sieht, hier ist gerade ein bisschen wenig los. Wir sind hier nur zu 7D. Zu 8, ja, gerade nochmal nachgezählt. Zu 8. Das ist natürlich nicht so viel, aber okay, das heißt natürlich noch nichts. Vielleicht habe ich dadurch dann bessere Chancen. Es sei denn, sind nur jetzt nur noch Pro-Gamer unterwegs, was ich kaum glaube. So, ich werde mal versuchen, so ein bisschen zu spotten hier. Hier unbedingt gleich reinbrettern, denn ich habe es immer, wenn ich Zerstörer fahre, habe ich das Problem. Ich denke mir, schnell rein da, einnehmen und weiter. Und das klappt ja eigentlich so gut wie nie. Aber ich komme über diese Angewohnheit einfach nicht hinaus. Ich versuche jetzt hier wirklich nur an den Cap ran zu fahren. Und von da aus zu cappen. So, Torpedos sind geladen. Noch wurde ich nicht entdeckt, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Hat sich aber, glaube ich, fast schon erledigt. Oh, Entschuldigung. Und die Capture in der erste. Und ich bin es ja leider nicht. Okay, jede Seite hat zwei Zerstörer. Das heißt, einer ist auf jeden Fall hier. Und der andere ist da drüben, sehe ich gerade bei A. Ja, V170. V170! Verdammt, die kenne ich noch aus Steel Ocean. 1700 Blumenkohl, als ich das Spiel noch gespielt habe. Vielleicht fährt er hier rein. Wer weiß, wer weiß. Wow, okay, er hat immerhin ein Torpedo abbekommen. Shit. Der Kollege ist schon weg. Jetzt muss ich auch zusehen, dass ich hier wegkomme. Titan. Wirklich ganz schnell weg hier. Das Blöde ist natürlich jetzt. Meine Torpedos sind noch nicht nachgeladen. Das könnte mich doch gleich hier ziemlich zerzwiebeln. Es sei denn, die machen den auch irgendwie weg hier. Ich hätte die ganze Zeit Torpedos, das macht mich wahnsinnig. Und der Torpedowerfer ist hinüber. Schöne Scheiße. Na gut, ich kann gleich reparieren und wenn der hier nicht so. Jo. Hat sich das auch erledigt. Gut, die haben immerhin schon drei verloren. Und wir erst einen.
Und ich bin nicht unter. Ja, V170 war, glaube ich, der erste Zerstörer. Ich glaube, es war ein Rang 1 Zerstörer bei Steel Ocean. Ich hätte jetzt cappen können, aber ich glaube, wir sind besser dran, wenn man hier... Scheiße! Dieses verkackte Flugzeug über mir. Jetzt könnte ich eigentlich auch die Bewaffnung wieder anmachen hier. Die Flak. Das wird sowieso nichts bringen. Entdecken will ich ja trotzdem. Und der wird ja erahnen, dass ich hier hinfahre. Okay, jetzt sind die Torpedos nachgeladen. Das kam mir vor wie eine Ewigkeit. Obwohl es hier auch länger dauert. Also bei den Russen hat man sich schneller nachgeladen, weil die Reichweite kürzer ist. So hat mir das mal jemand gesagt. Je kürzer die Reichweite, desto schneller ist nachgeladen. Ich glaube, hier liege ich ja so bei knapp 50 Sekunden. 45, 50 Sekunden. Bei Russen liege ich so bei um die 30 Sekunden. Okay, der ist ziemlich nah. Das muss jetzt hinhauen hier. Wenn ich das verkacke. Ja, dann geh nach Hause. Ihr könnt hier noch nicht die Scheißinsel, Mother. Oh, das sieht aber gut aus. Die Torpedos sind nicht die schnellsten, aber immerhin schnell genug. Und der brennt ja auch schon ordentlich. Und oh, das sieht gut aus. Krieg ich wirklich einen Kill mit Torpedos? Echt jetzt? Ja. Oh, scheiße. Ey, überall hämmern die diese Inseln hier hin. Geil, drei Torpedotreffer, zwei Wassereinbrüche. Endlich mal was weggesammelt. Aber die meisten Kills in Zerstörern mache ich tatsächlich mit den Japanern. Upsala. So wie viele andere wahrscheinlich auch. Ich sehe ja... Also, wenn ich mal gekillt werde durch einen russischen Zerstörer, dann auch nur, weil er wirklich direkt neben mir fuhr, Vollgas gegeben hat und gerade mitbekommt, ich bin in der Situation, wo ich jetzt zum Beispiel, vor mir ist eine Insel, ich kann nicht schnell genug drehen oder die kriegen mit, dass ich nicht fahrtüchtig bin. Das ist hier übrigens, falls man sich jetzt wundert, das ist ein Koop-Match. Weil ich hier noch eigentlich was zu erledigen habe. Hier gibt es ja jetzt diese Aufträge. Wissenschaft des Sieges heißt das. Gibt es wahrscheinlich schon länger. Mir sind sie jetzt erst aufgefallen und ich wollte die halt mal machen hier. Und deswegen probiere ich es jetzt halt. Gut möglich, dass ich das woanders nicht so gut geschafft hätte. Aber ich mache sonst eigentlich gar keine Koop-Gefechte, deswegen wollte ich das hier mal probieren. Ich habe da eigentlich ganz gut Bock drauf. Die KI ist nicht so blöd, wie man annimmt. Wir haben schon viele Spiele verloren, weil einfach die KI uns zersemmelt hat. Das haben die Leute irgendwie nicht auf die Ketten bekommen hier. Und na, echt jetzt? Echt? Da geht gar keiner rein. Ne. Das gibt's doch nicht. Und ich bräuchte noch 25 Sekunden. Ah, fuck you! Maschinenboost aktiviert. Ich meine, ich muss sagen, ich finde die Koop-Gefechte in Ordnung. Für Leute zum Üben, tatsächlich um vielleicht auch mit Zerstörern zu üben. Vielleicht ist das auch für mich vorteilhafter. Und ich habe ja so ein scheiß Video mit dem verkackten Ogneboy-Zerstörer. Und da dachte ich mir auch so, ich hätte hier üben sollen. Ich hätte hier wirklich üben sollen. Aber jetzt fällt mir gerade ein, ich habe das Video noch nicht fertig gerendert. Vielleicht mache ich nochmal ein Koop-Gefechter. Mal gucken, ob ich es dann besser hinkriege. Ich meine, hier sind weniger Gegner, das sollte eigentlich möglich sein. Hm. Ich sehe gerade, ich muss gucken jetzt, wie ich meine Torpedos rausknalle, wenn ich die jetzt rausknallen würde. Ja, jetzt geht das nicht. Scheiße, Mann, ist doch nicht dein Ernst, Junge. Ich hätte mir voll in die Zwiebel hier. Mensch, ich dachte, ich lag mir noch einen Kill hier. Gut, ich sag mal, ich mache noch eine Runde. Lief auf jeden Fall ganz cool. Endlich mal einen versenkt hier. Aber alles gut halt, wie gesagt, zum Üben. Und für die, die es nicht können, einfach mal Koop-Gefechte machen und ein bisschen üben. Und dann läuft's, ne? Also, noch eine Runde. Bis gleich. Wie gesagt, ich mache jetzt noch eine Runde. Es ist wieder eine Koop-Runde. Einfach, weil ich glaube, für mich ist das besser, wenn ich jetzt einen Zerstörer zum Beispiel zeigen will, wenn ich das in Koop-Gefechten aufnehme. Da die Gegner sind ja hier, also die KI ist ja nicht äquivalent zu
einem Spieler, obwohl ich manchmal das Gefühl habe, bei einigen Matches hier, wenn die uns weggemacht haben, dass sie cleverer sind als Spieler oder einige Spieler. Jetzt probiere ich es hier einfach nur nochmal. Ich glaube aber, für mich ist das besser, weil ich jetzt hier irgendwie noch 20 Videos aufnehme und dann irgendwie das alles nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Mache ich das lieber so. Und was ist das hier? Ein polnischer Bruder von mir. V170. Kann gut sein. Ich schau mal eben, was hier so geht. Natürlich kriegt man hier weniger Punkte, darf man nicht vergessen, für die, die das vielleicht bisher noch nicht gespielt haben. Im Kopfgefecht gibt es weniger Punkte. Und wenn man verliert, gibt es natürlich so gut wie fast gar nichts. Gibt eigentlich keine Kohle und was soll das jetzt hier? Keine Kohle oder so gut wie keine Kohle und eigentlich wirklich kaum Punkte. Also das ist eher hier Übungsmodi. Aber ist halt gut für die, gerade wie mich jetzt hier, die eigentlich normalerweise nicht so gut mit Zerstörern können. Ich meine, bei den Japanern geht's hier. Und ich habe schon welche versenkt, aber ich hatte nichts aufgezeichnet. Und deswegen mache ich das jetzt hier im Koop, weil das für mich ehrlich gesagt ein bisschen schneller geht. Ich hatte jetzt eigentlich noch eine Runde gemacht, da habe ich zwei versenkt. Ich habe es aber nicht aufgenommen. Irgendwie habe ich vergessen, die Taste zu drücken. Naja, passiert. So, auch hier haben wir wieder einen Flugzeugträger mit bei. Also das ist hier nicht gut zum Kohle sammeln. Wenn man jetzt Kohle farmen will, also Silver Lions, dann lohnt sich das hier. Ne, Silver Lions? Was sage ich denn? Kredit? Kredit sammeln ist. Irgendwie hänge ich gerade noch im Warfunder fest mental. Dann ist das hier nicht so gut. Das müssen jetzt die Torpedos von den Kollegen hinter mir sein. Ja, war ich da ganz gut aus eigentlich. Auch die KI schießt mal in eine Insel. So wie ich ja auch. Aber ich habe immerhin noch getroffen. Ich denke, dass ich nur zwei Geschütze habe. Titan. Ich glaube aber nicht, dass ich ihn versenke, weil ich gehe mal davon aus, dass ein polnischer Bruder ist. Der spielt ja so aggressiv, der will auf den auf jeden Fall versenken und da richtig Bock drauf hat. Also kann ich jetzt auch nichts rausschicken. Selbst wenn ich es bereit hätte, würde ich jetzt nichts rausschicken. Weil der fährt mir zu blöd da. Und ich hole mir keine Strafen ab, nur weil einer ein bisschen kriegsgeil ist hier und unbedingt einen versenken will, koste es was er wolle. Yep. Gut, war auch nicht so schwer. Ich frag mich, weil. Habe ich mich letztens auch gefragt. Hat mich einer, der war direkt neben mir, schickt die Torpedos raus und ich krieg alle ab. Und ich dachte mir, haben die gar keine Aktivierungsreichweite oder wie? Und jemand meinte, doch, die haben 1 Kilometer, Mann. Die kann ja nicht sein, weil der Typ war ich glaube 300, nicht mal 300 Meter. Also als er anfing, die rauszuhauen, war auf 300 Meter. Aber dann war er schon auf 200 Meter, als die letzten rauskamen und die haben alle gezündet. Also habe ich nicht das Gefühl, dass hier eine Reichweite ist. Und nur im Vergleich jetzt, nochmal kurz Steel Ocean, da war es glaube ich mindestens einen halben Kilometer. Also 500 bis 700 Meter war das glaube ich, die Torpedos brauchten zum Aktivieren. Ansonsten sind die halt einfach, ja, verpufft. Sind halt sozusagen durch das Schiff gefahren und haben überhaupt keinen Schaden gemacht. Und das vermisse ich doch hier, weil da einige sind so nah, dass ich nicht das Gefühl habe, dass hier eine Aktivierungsreichweite ist, selbst wenn angeblich doch eine vorhanden sein soll. Nur mal so am Rande, das ist halt, was mir aufgefallen ist. Im Koop könnte man normalerweise eigentlich auch die Flak anlassen, aber wenn man üben will, dann lässt man sie doch besser aus. So, schauen wir mal. Ungefähr hier. Das wird jetzt ein bisschen schwierig, weil ich jetzt beim zweiten Auswerfen auch noch gedreht habe. Das heißt, sie werden natürlich in eine etwas andere Richtung sich jetzt bewegen. Wand ist immer gut. Das ist so schlimm hier mit zwei Geschützen, da kriegt man fast gar nichts hin hier. Okay, er ist nicht beschäftigt mit mir. Vielleicht geht einer rein. Einer geht, glaube ich, rein. Das heißt, wenn ich Glück habe, brennt er jetzt vielleicht noch ab. Ich kriege tatsächlich den Kill hier geschrieben. Da hier sehr schnell nachladen kann. Kann ich natürlich auch schnell feuern. Ist er.
Ist natürlich blöd, weil mit zwei Geschützen macht man eigentlich gar keinen Schaden. Der Hauptschaden macht natürlich das Feuer. So, da haben wir noch eine Danae. Oder Danae, wie auch immer man die Kacke ausspricht. Also britischer. Beste britische Kreuzer ist immer noch die Black Swan. Bisher bin ich erst bei der Emerald, habe jetzt eine Weile gar keine Briten gespielt. Gucken, ob ich es hier noch hinschaffe. Schwierig, weil ich weiß, dass sie sehr schnell sind, also auch so, ich glaube, die Danae fährt auch so um die 35 Knoten. Und da würde ich eigentlich meine Torpedos lieber für die Kaiser aufheben hier. Aber ich bin natürlich noch unentschlossen, vielleicht schaffe ich es ja doch noch, wer weiß. Okay, hat sich erledigt hier, der interessiert mich auch nicht weiter, soll der sich den Kill holen. Schön für ihn. Oh shit. Hat er mich noch gesehen? Ich gehe davon aus, die Kaiser wird mich auch gleich mitbekommen. Ich muss hier natürlich ein bisschen näher ran, weil ich habe hier einen relativ eingeschränkten Radius. Oh, ich hoffe, das klappt hier irgendwie. Ich auch mal ein bisschen zu schießen. Oh, 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 oh. Ja, ja, ja. Jetzt kriege ich doch ein bisschen was ab. Oh, wird schwierig, oder? Die zischen voll vorbei. Echt. Die zischen voll vorbei. Einen kriegt er vielleicht noch ab. Kriegt er einen ab? Ja, einen kriegt er noch ab. Die sind ja auch nicht ganz blöd. Ich meine, die drehen natürlich auch schon. Die fahren ja nicht direkt gegen die Torpedos, ne? Unmöglich. Irgendwie verursache ich relativ viel Brände hier. Also hier ist nur zwei Torpedotreffer, der ist fast schon weg. Vielleicht können wir den noch lacken, ich versuch's wirklich, ich versuche mit denen noch zu lacken. Ich meine, der macht doch eh jeder. Dann darf ich das ja auch mal. Luck! Luck! Und wir haben gewonnen. Ja, das waren zwei Koop-Gefechte mit dem Mutsuki. Ich sag mal, danke fürs Zuschauen, hinterlasst ein Abo, würde mir helfen. Und viel Spaß noch beim Zocken. Bis demnächst. Ciao, ciao.